Grüß dich. Heute bauen wir eine mobile Werkbank und zwar aus solchen Euroboxen hier. Es gibt ja schon viele Videos auf YouTube, wie man sich eine mobile Werkbank selber bauen kann, beziehungsweise eine Werkbank, die du dir auf deine L-Boxen oder die du einfach mal mitnehmen kannst und irgendwo platzieren kannst, so eine kleine quadratische mobile Werkbank oder auch welche du zusammenfalten kannst. Ich möchte heute eine bauen, die habe ich so auf YouTube noch nicht gesehen, und zwar eine Werkbank, die einklappbar ist und die du transportieren kannst mit der Sackkarre. Aber die Sackkarre kannst du halt auch nochmal für andere Dinge verwenden. Und als Einlagen, wenn wir hier so eine Eurobox verwenden, die gibt es heutzutage schon überall, in jedem Baumarkt, online kannst du die bestellen, gibt es in unterschiedlichen Farben, grau, schwarz, transparent. Und die Eurobox hier sieht schon so ein bisschen misshandelt aus, also die habe ich jetzt schon einmal mitgehabt bei meinem Projekt. Und zwar bauen wir ja gerade aktuell am See einen Leuchtturm. Richtig, wir bauen einen Leuchtturm am See auf einem alten Tagebaufundament. Und es ist ziemlich nervig. Ich verwende nämlich aktuell immer entweder diese eine Eurobox oder diesen hier, den nehme ich nämlich immer mit. Und ich packe hier mein Werkzeug und fahre da los zum Turm und baue. Ich lasse da kein Werkzeug liegen, weil einmal A kann es geklaut werden und einmal B kann es nass werden und dadurch kaputt gehen. So, und das geht mir wirklich auf den Sack oder auf die Eier. Und das ist natürlich nicht mein erstes Outdoor-Projekt. Ich habe schon ein großes Terrassendach gebaut. Ich habe eine Terrassenfläche freistehend gebaut. Und ja, 1000 kleine Gartenprojekte. Übrigens findest du unten einen Link mit einer Playlist dazu. Und jedes Mal ist es so, dass ich wirklich viele, viele Kilometer zurücklege, um mein Werkzeug zu holen. Und ich habe mir jetzt hier 3 Sackkarren von Wolfcroft bestellt. 2 davon nutze ich wirklich auch privat. Wir sehen auf der rechten Seite jetzt die TS600. Das ist eine kleine, kompakte Sackkarre. Die lässt sich wunderbar in ein Auto platzieren, flach. Daneben haben wir den großen Bruder, kann man sagen. Das ist die TS800. Die unterscheidet sich so ein bisschen natürlich von der Traglast, dass sie ein bisschen mehr ertragen kann. Die ist etwas breiter, etwas tiefer und ein ganz besonderes Merkmal, wie ich finde, sie hat breitere Reifen. Eigentlich perfekt fürs Gelände. Ich habe das Ganze auch mal getestet am Leuchtturm. Das Ganze befindet sich so auf einem großen Sandberg mit vielen groben und kleinen Steinen. Und ja, man kann darüber rollen. Also man kann die Sackkarre dort benutzen. Und dann habe ich noch hier ein Modell TS 2500. Und das ist ja eine Sackkarre, aber auch eine Schubkarre. Finde ich ganz cool, aber man kann sie jetzt nicht komplett zusammenklappen. Das heißt, ich möchte das Ganze ja transportieren mit meinem PKW. Und da würde die schon so ein bisschen wegfallen, weil die nimmt schon ein bisschen viel Platz im Anspruch. Aber das Besondere daran, du hast eine sehr, sehr hohe Traglast und du hast natürlich Reifen, die du aufpumpen kannst. Dementsprechend kannst du die halt vielleicht an dein Gelände anpassen, indem du Luft ablässt oder zugibst. Ist eine ganz, ganz tolle Sackkarre, die lasse ich aber jetzt außen vor. Also müsste ich mich quasi zwischen den ersten beiden entscheiden. Und wenn ich mir jetzt die Reifen angucke, von der TS600 und von der TS800, ja, muss ich nicht lange überlegen, die Wahl wird sich für die TS800. Das heißt, wir messen das Ganze jetzt aus und dann legen wir los. So, ich fahre die mal so ein bisschen ein. Ich weiß jetzt nicht, was die wiegt, aber ich werde euch mal alle 3 Schubkarren unten in der Videobeschreibung verlinken. Besser gesagt, gibt es auch von Wolfcroft ein Video, wo alle Schubkarren, ich glaube alle, vorgestellt werden. Und ich bin mit der ganz zufrieden. Wie gesagt, ich nutze sie auch privat, deswegen sieht sie so ein bisschen schon benutzt aus. Und Euroboxen brauchen wir noch. Und da habe ich mir 3 Stück besorgt. Sprich diese hier, 2 kleinere und nochmal die gleiche wie da. Ich möchte das so konstruieren, dass wir das Ganze mit der Sackkarre quasi aufgabeln können. Vielleicht ein Spanngurt rum und dann zack, können wir damit dann irgendwo hin. Und wenn wir das transportieren wollen, können wir das Ganze im Auto transportieren. Sprich, Sackkarre weg, den ganzen Korpus mit 2 Händen, zack, ins Auto gestellt oder gelegt, je nachdem. Das heißt, wenn die Boxen jetzt voller Werkzeug sind, wird das Ganze ziemlich schwer. Das heißt, der Korpus an sich darf jetzt nicht schwer werden. Das heißt, wir fangen jetzt an mit dem Zuschnitt. We'll be right back.
Zuschnitt haben wir hinter uns gebracht. Und für diejenigen, die jetzt keine Tischkreissäge haben, ihr wisst, was kommt. Ja, Plattenzuschnitt 24, das ist mein Partner, wenn es um Plattenmaterialien geht. Unter anderem auch Acrylglas. Und ein schönes Beispiel. Viele wissen gar nicht, dass es beispielsweise Siebdruck ist, ja wasserabweisend. Viele sagen auch wasserfest. Es gibt so unterschiedliche Rubriken von Siebdruck. Aber was es auch bei Plattenzuschnitt neu ist, beziehungsweise was sie im Angebot haben, ist glatt, glatt oder Sieb, Sieb. Und es gibt auch weißes Multiplex in unterschiedlichen Stärken. Das habe ich nämlich letztens bei der Ape mit eingebaut. Da haben wir, oder wir bauen gerade eine Ape um als Werkzeugauto oder Werkzeugwagen. Video dazu findest du auch nochmal unten in der Videobeschreibung. Ist ganz interessant. Besser gesagt, Video dazu werde ich dir am Ende dieses Videos verlinken. So, und bei Plattenzuschnitt 24, wenn du jetzt solche Ausrisse nicht hier haben willst, wie ich jetzt, weil mein Sägesblatt stumpf ist, dann bestellst du dir einfach die Platten dort auf Maß und mit dem Rabattcode, den ich dir auch nochmal unten verlinke, bekommst du nochmal ein bisschen Rabatt. Am Ende wird es ja einfach nur eine Kiste sein mit einer Werkbank, die ich seitlich ausklappe. Und ich habe mich dazu entschieden, dass die Werkbankoberfläche einfach aus Siebdruck ist und auch der Unterboden aus Siebdruck, weil das am meisten in Anspruch genommen wird. Übrigens hier von Wolfcraft ein Marker, hinten habt ihr einen Anspitzer. Die Spitze ist mir nämlich gerade abgebrochen. Das ist nämlich ganz, ganz nützlich, weil mein Anspitzer, den suche ich nämlich immer hier für meine Bleistifte. Und seitdem ich den nicht mehr finde, nehme ich immer den hier. So, wir fangen jetzt an mit dem Korpus. Wir schrauben den Ganzen zusammen oder schrauben das Ganze zusammen. Und es gibt ja jetzt unterschiedliche Methoden, um das Ganze zusammenzuschrauben, beziehungsweise Verbindungsarten. Ich werde aber was ganz, ganz Einfaches machen. Und zwar werde ich das Ganze mit Sechskantschrauben einfach verschrauben, weil ich möchte so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, ich möchte so ein bisschen diesen rustikalen Look haben. Wenn man sich das Ganze anschaut, dann sagt man, yo, das Ganze ist stabil. Boah, da sind dicke Schrauben drin. Ne? Und das möchte ich damit so ein bisschen vermitteln. Ich könnte jetzt einen Undercover-Jig nehmen, ich könnte jetzt dübeln, ich könnte jetzt sichtbare Schrauben nehmen. Nehme ich auch letztendlich, aber ich möchte es irgendwie so ein bisschen massiv haben. Und deswegen habe ich mich hier für diese Sechskantschrauben entschieden. So, das heißt, wir schrauben das jetzt. Also sehr unspektakulär das Ganze. Ich habe jetzt hier ein Stück überstehen lassen. Kommen wir später, warum, weshalb. Aber so schaut das Ganze jetzt aus. Ich finde es ganz cool. Könnt ihr machen, wie ihr möchtet. So, jetzt kümmern wir uns um unsere Euroboxen. Ihr könnt das dementsprechend ja anpassen, wie ihr es braucht. Ich habe jetzt hier eine Höhe von 800 mm gewählt. Und die gehen jetzt hier rein mit ungefähr links und rechts 10 mm Luft. Und wir bräuchten jetzt eine Aufhängung. Wir können natürlich jetzt Führungsschienen anschrauben. Wir können einen Boden machen, ja, mit Führungsschienen dran. Wir könnten auch die Euroboxen weglassen, aber ich finde die ganz gut, weil man kann auch mal eine Eurobox rausnehmen und irgendwo hinnehmen. Ich habe mir jetzt überlegt, wir nutzen die Eurobox, denn die ist ja stapelbar. Hier könnt ihr es sehen. Das heißt, wir haben hier einen kleinen Falz. Und wir werden uns jetzt kleine Rahmen machen aus Multiplex und darauf können wir dann das Ganze schieben. Und da ich meinen Druckluftnagler wieder verwenden wollte, habe ich jetzt meine Runde genagelt und es ging wirklich einfacher als Schrauben, weil beim Schrauben muss man vorbohren, muss man senken. Sieht zwar schöner aus, aber ja, am Ende sieht man die nicht, die kann man am Ende noch zuspachteln. Und ich habe jetzt insgesamt 3 Rahmen gemacht, also 2 einfache und einen Rahmen hier für die zwei kleinen L-Boxen. Und das Ganze bringen wir jetzt an. Wir fangen aber oben an. Oder machen wir uns oben eine Schublade, weil wir noch ein bisschen Luft, ich bin gerade zum Überlegen, ob wir oben uns eine Schublade machen oder unten vielleicht eine Klappe. Wo fangen wir an? Wir fangen jetzt mal oben an. Shit. Ach, Sebastian, Mann, ey. Das kann nur nicht wahr sein. Ja, Nageln ist doch nicht immer so einfach, wie man denkt. Ich habe die Rahmen jetzt nochmal neu gemacht, weil ich mich vermessen habe.
Und da habe ich sie gleich aus Multiplex aus Siebdruck gemacht, damit das vorne so ein bisschen einheitlich aussieht. Drei neue Rahmen. Diese Rahmen, ja, sind für die Cuts. Upsala. Warum, weshalb? Ich habe die genagelt. Man kriegt die nicht mehr auseinander. Und wenn, dann hast du Nägel da und dann musst du die rausziehen. Und es würde jetzt Stunden dauern. Deswegen, ja, haben wir so ein bisschen Feuerholz produziert. Das heißt, das Ganze funktioniert so. Oder das ist zumindest der Plan. Also wir stecken das Ganze jetzt rein. Oh mein Gott, ganz schön eng hier. Vielleicht sollten wir das so. So ungefähr soll das dann aussehen. Nee, Quatsch. Wir müssen noch einen kleinen Ticken runter, weil, genau, wir müssen die einen kleinen Ticken anheben, damit wir die rausbekommen. Aber so in etwa soll das sein. Und es soll durchsichtig sein, damit man sieht, okay, das und das ist da drin. Ja, es ist so ein bisschen milchig, aber man kann halt schon ganz grob erkennen, was da drin ist. So, jetzt haben wir das Ganze schon grob fertig. Und warum, weshalb habe ich mich dafür entschieden? Damit das Ganze schön leicht ist. Ne? Wenn wir jetzt hier Böden reingelegt hätten, wäre das bestimmt einen halben Kilo schwerer geworden. Genau. Jetzt kümmern wir uns, das unterste Fach lassen wir erstmal so, wie es ist. Jetzt kümmern wir uns erstmal um die Werkbank, die nämlich hier seitlich drankommt. Und dazu stellen wir das Ganze auf den Boden. Und damit die Lochreihe nachher identisch ist, weil ich habe mich dazu entschieden, eine Lochreihe da rein zu machen, damit wir ein paar Werkspanner anbringen können, machen wir das jetzt so. Zeichnen wir uns erstmal unsere Lochreihe auf die oberste Platte an. Lochreihe passt, sieht schon mal sehr gut aus. Das ist jetzt unsere klappbare, ja, Werkoberfläche quasi. Die soll nachher dann so zusammengeklappt am Werktisch dran sein und ausgeklappt dann so. Und ich habe mir da besondere Klappscharniere besorgt, die aus Edelstahl sind. Und hier ist ein kleiner Haken, da kann man das Ganze einklappen und auch wieder so aufklappen und dann arretieren die. So sieht das Ganze aus. Ich bringe mal den zweiten Fix an. Der erste Test. Klack. Sitzt. Bündig. Passt. Ihr solltet natürlich die Schraubenköpfe bündig machen. Schön. Und ja, es ist hier eine Flucht. Jetzt könnten wir auch hier was einspannen. Ich habe mit absichtlich die Platte ein bisschen schmaler gemacht als die Hauptwerkplatte, damit wir beispielsweise nachher noch ein Spanngurt oder sowas rummachen können, um die Sackhaare, um das Ganze ein bisschen zu sichern. Und jetzt, tada, habe ich hier auch ein Scharnier angebracht, ein ganz normales, wie ihr aus dem Baumarkt kennt. Und ich habe gedacht so, ich bin ja clever, ich bin ja ein Fuchs, habe gedacht, hey, das nimmst du so als Stütze. Aber wenn ich die Diagonale jetzt hier nehme, die wird ja länger in der Regel, kann ich das Ganze nicht mehr einklappen. Miste. So, was mache ich jetzt? Weiß ich auch nicht. Ja, die Lösung, ehrlich gesagt, weiß ich jetzt nicht, was ich machen soll. Bin ein bisschen ratlos, weil ich könnte zwar jetzt hier auch was machen zum Klappen, dass das irgendwie ineinander klappt oder so, aber dann muss ja das hoch und das muss runter. Wenn ich das dann zumache, da passen jetzt hier nur 20 mm dazwischen. Dann habe ich mal im Internet mal ein, zwei Skizzen mal angesehen. Da haben Leute das zum Klacken gemacht, dann haben sie ihre Füße. Das geht aber nur, wenn die Werkbank länger ist und irgendwie gleich hoch wie lang. Also irgendwie ergibt mir das Ganze nicht auf. Ich bin jetzt irgendwie planlos. Bin ich ja schon irgendwie die ganze Zeit, aber so planlos war ich schon lange nicht mehr. Guck mal, hier habe ich auch seitlich solche Dinger genommen. Okay, das geht jetzt schlecht. Die lässt man da hinten rausstehen und zack, kann man das Ganze einklappen. So wie links auch rechts. Das könnte ich jetzt machen. Aber ich bin ehrlich gesagt zu faul, wieder alles abzuschrauben und neu zu bohren. Und dann habe ich ja oben in der Platte die Löcher drin. Ich habe die Lösung. Hoffe ich zumindest. Dieses Teil hier. So, wenn man das jetzt hier so einklemmt. Zack. Und ich hier Scharniere ran mache und ich hier gegen drücke, dann hält das Ganze. Ne? Und
wenn ich das zusammenklappe, geht es nach oben hin frei. Das klappt man dann so rüber. Und dann kann man quasi den Tisch dann einklappen. So. Das einzigste Problem, was ich jetzt habe, glaube ich zumindest, das hängt dann hier. Ja, dass die Werkplatte so ein bisschen absteht. Ach, oder man macht hier so Klapparme, die runterklappen. Könnt ihr jetzt mal das schlaue Internet fragen? Es gibt bestimmt Füße, die man rausziehen kann und dann so Teleskopdinger. Aber auf die Schnelle ist mir jetzt nichts anderes eingefallen. Wir könnten natürlich, ja, man könnte, so. Zack, und das Ganze hält jetzt auch nicht, außer ich gebe jetzt ein bisschen Druck, aber dann geht das auch schon nach unten. Zum Glück gibt es von Wolfkraft diese Klimmzwing hier und damit hält es ziemlich gut. Ich würde sagen, wir hängen uns jetzt erstmal daran nicht weiterhin auf. Vielleicht kommt im Laufe des Videos nochmal eine Lösung. Genau, ich würde sagen, wir kümmern uns jetzt unten, weil da ist mir nämlich auch ein Fehler aufgefallen. Hört ihr es schon? Ich bin so leicht angeschlagen. Also ich habe die ganze Zeit Schnupfen. Ich weiß auch nicht, wo der herkommt. Entweder von der Späne oder keine Ahnung. Also so ist das Ganze ziemlich nicht so wirklich praktikabel. Ne? Die Grundidee war ja dahinter, dass wir das Ganze auf der Sackkarre nehmen und dann transportieren können. So, und jetzt ist nämlich das Ganze oder das Problem. Erstmal habe ich jetzt hier einen Griff und hier fehlt mir ein Griff. Das heißt, ich werde gleich hier nochmal einen Griff reinfräsen. So, wenn ich das Ganze jetzt mal zusammenklappe, ist die Grundidee, dass wir das Ganze dann zack mit der Sackkarre nehmen und dann können wir damit los. Aber wie kommen wir da runter mit der Sackkarre? Das ist nämlich die Frage. Und da habe ich am Anfang nicht aufgepasst. Also ja, man kann es kippen. Aber wenn ich dann auf dem Bau bin oder irgendwo, dann ist der Boden ja nicht immer so eben wie hier. Das heißt, das ganze Ding kippelt dann und das ist dann auch nichts. Und auch dafür habe ich eine Lösung gefunden. Darf ich euch meinen neuen Werkstattwagen vorstellen? Das ist der kleine Bruder von den Dicken hier nebenan. Also ich meine jetzt nicht mich, sondern ich meine den hier. Ich habe hier noch mal eine Griffmodel reingemacht. So kann man den beispielsweise verstellen. Der ist jetzt komplett bepackt. Und wie ihr sehen könnt, habe ich so eine Art Palette gemacht. Das heißt, wir haben am Ende vier Füße. So steht das Ganze recht sicher, eine schnelle und einfache Variante. Ganz unten ist noch eine kleine Öffnung. Ja, da kann man jetzt eine Schublade einbauen. Da hätte ich vielleicht doch noch eine Eurobox nehmen können. Oder hier oben vielleicht vier kleine. Hier oben habe ich jetzt viele, viele Tools von Wolfkraft. Und ich muss sagen, das funktioniert ziemlich gut. Hier habe ich ein paar Messinstrumente, ein paar Bits. Und genau, das Ganze kann ich dann beispielsweise... Ja, geht ein bisschen schwer, wenn da viel Werkzeug ist. Kann ich dann rausnehmen auf der Baustelle, kann alles verwenden und wieder reinstellen. Ist eigentlich ganz, ganz nützlich, das Ganze, wie ich finde. Und wenn man jetzt nicht die, oder wenn es wirklich jetzt bis oben hin vollgepackt ist, dann könnt ihr auch beispielsweise die Euroboxen rausnehmen und das Ganze so ganz einfach im Auto handeln. Jetzt kommen wir mal ganz kurz zu, ja, schauen wir uns mal die Seite hier an. Hier habe ich nochmal eine Wasserwaage und eine Säge. Natürlich könnt ihr hier auch nochmal Kleinkram anbringen. Ihr könnt euch gewisse Halter anbringen. Ne? Und hier, ich habe das Ganze jetzt nicht mehr geändert. Ich habe das Ganze so gelassen und arbeite einfach mit einer Handzwinge. Ja, ich weiß, ist ein bisschen Fusch, aber es funktioniert. Ja, und hier oben habe ich mich auch nochmal ausstatten lassen von Wolfkraft. Es gibt ja hier diese Auflagen hier. Da könnt ihr beispielsweise mal hier eine Platte drauflegen mit einer Anti-Rutsch-Beschichtung. Und dann könnt ihr das Problem nur schleifen. Aber wir können natürlich auch hier unsere Werkspanner verwenden. Die hier einsetzen. Und dann unser Balken festspannen und den beispielsweise zusägen.
Dann habe ich hier noch einen kleinen Schraubstock. Die gibt es auch in unterschiedlichen Größen. Könnte man jetzt hier auch festspannen. Ne? Also alles mit dabei. Und ich finde eine sehr, sehr gute Sache. Jetzt kann ich auch den Eimer weglassen. Und das ist noch nicht so richtig ausgeklügelt. Aber wenn ihr euch das nachbauen solltet, dann schickt mir doch mal ein Foto, wie ihr das Ganze gelöst habt. An sich, ja, kann man damit, denke ich, leben. Ne? Ich werde es mich jetzt losmachen. Und zwar werde ich zum See gehen und meinen Leuchtturm weiterbauen und das schöne Ding einweihen. Und jetzt fehlt mir auch wirklich nichts mehr an Werkzeug. Und ich kann auch mal hier oben was absägen, was drauflegen, was nachmessen oder anzeichnen. Eigentlich richtig cool. Und auch für zukünftige Projekte kann ich dieses Tool hier verwenden. Und es ist natürlich recht schnell verstaubar, passt in jede Werkstatt hinein. Und man kann es natürlich auch als Werkbank zu Hause verwenden. Ne? Also in der Werkstatt dann. So, aus dem Weg und bis dann. Ja, ihr müsst aus dem Weg gehen.